Rage Studios. Back to Memories. The Quick Classic Video Game Review. Featuring Gameplay Footage by Der Schmoo. Fuck you! Game on! In der heutigen Episode das Spiel Mickey Mouse für den Commodore C64. Walt Disneys wahrscheinlich berühmteste Zeichentrickfigur Mickey Mouse ist der Held in einem Spiel von 1988 von Gremlin Graphics. Zur Vorgeschichte. Die bösen Hexen des Nordens, Südens, Ostens und des Westens haben im Auftrag vom Monsterkönig tatsächlich Merlins Zauberstab gestohlen. Der Monsterkönig legte mit der Zauberkraft des Stabes das ganze Disney-Schloss in einen Tiefschlaf. Dann brach er den Zauberstab in 4 Teile und gab jeder der 4 Hexen einen Teil davon. Die Hexen begaben sich in die 4 höchsten Türme des Schlosses und vertrieben alle Disney-Figuren. Sie nutzten die Teile des Zauberstabes und das verzauberte Wasser, das sie auch von Merlin gestohlen haben, um das Schloss mit grässlichen Monstern zu befüllen. Dieses Wasser ist der Schlüssel, um das Disney-Schloss zu retten. Und natürlich muss Mickey das bewerkstelligen mit der letzten Flasche Zauberwasser. Eine sehr schöne Geschichte. Kommen wir aber zum Spiel selbst. Begrüßt werden wir mit einem schönen Bild, dazu eine hübsche Musik, die mich allzu sehr aber an den VC20 erinnert. Die Aufgabe des Spielers, also Mickeys Aufgabe, ist es, die 4 Teile des Zauberstabes einzusammeln und den Monsterkönig zu besiegen. Aber zuerst müssen eine Menge Monster und anderes Ungeziefer beseitigt werden. Jeder Kontakt mit einem der Gegner saugt an Mickeys Wasservorrat. Mithilfe der Wasserpistole kann man die Gegner in Wasser verwandeln und so für Mickey nützlich machen. Man muss jeden der 4 Türme im Spiel erklimmen, um am Ende die Hexen zu entmächtigen. Interessant sind die kleinen Minispiele auf den einzelnen Terrassen, die man unbedingt schaffen muss, um im Spiel weiterzukommen. Das erste nennt sich The Puddle Maze. In einem Irrgarten à la Gauntlet sind Hammer, Nägel und Bretter zu finden. Störende Monster sind mit einem Tomahawk zu vernichten. Es gibt dabei jede Menge Bonuspunkte. Das zweite Spiel nennt sich The Bubble Machine. Mickey muss Wasserblasen zerschlagen, bis der Behälter der Maschine leer ist. Ein kleiner Poltergeist kommt ihm dabei immer in die Quere. Im dritten Spiel, The Pump Room, muss Mickey gegen ein Monster antreten, das eine Leitung voll von magischem Wasser sprengen möchte. Löcher in der Pipeline gilt es also schnell mit Korken zu verschließen, denn aus diesen kann nicht nur Wasser tropfen, nein, das Wasser kann wiederum zu einem Geist werden. Sind alle Löcher verschlossen, wird das Monster mit einem Hammer niedergestreckt. Das vierte und letzte Minispiel findet in einem Raum statt, in dem sich 4 triefende Wasserhähne befinden. Mickey befindet sich auf einer bewegenden Plattform und muss sie schnell ausstellen. Die Geister machen natürlich dem Disney-Urgestein auch hier wieder jede Menge Ärger. Sind alle 4 Hexen am Ende besiegt, ist es an der Zeit, sich ernsthaft Gedanken um den wütenden Monsterkönig zu machen. Man muss 15 Treffer bei ihm landen, um ihn zu vernichten. Klappt dies auch beim dritten Versuch nicht, geht einfach alles nochmal von vorne los. Alles in allem ein recht gelungenes Spiel, obwohl man von Gremlin Graphics Besseres erwarten kann. Grafisch hätte man wohl mehr daraus machen können. Die Figuren sind zwar recht gut gezeichnet, aber die Bewegungen sind doch etwas ruckartig. Auch hätte man die Hintergrundgrafik schöner zeichnen können. Eine etwas bessere Musik hätte auch nicht wirklich geschadet. Man kann im Titlescreen zwischen Musik und Soundeffekten auswählen. Dem Originalspiel liegt eine gute, aber leider nur in Englisch und Französisch geschriebene Anleitung bei. Für Leute, die gerne schnelle und abwechslungsreiche Spiele mögen, ist Mickey Mouse wohl nicht unbedingt das Richtige. Hier sind eher Orientierungssinn und jede Menge Ausdauer gefragt. In seiner finalen Bewertung erhält das Spiel für seine Grafik immerhin noch 65 von 100 möglichen Punkten. Sound und Musik sind eher schlecht und erhalten nur 39 von 100 Punkten. Die Motivation liegt mit genau 60 Punkten auch nur etwas über dem Mittelmaß. Früher war das Spiel also nur ein durchschnittliches Vergnügen und heute, naja, wenn man nicht unbedingt dieses Spiel als Kind gespielt hat und heute sich nochmal anschauen möchte, kann man auch gut darauf verzichten. Danke dir fürs Anschauen dieses Videos und falls du vielleicht noch ein paar andere Videos sehen möchtest, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Satire-Videos, es gibt Let's Shows und Let's Plays von
alten C64er- und Amiga-Spielen sowie PC-Spiele. Es gibt Retro-Reviews und jede Menge mehr. Ich würde mich freuen, wenn du einfach kommentierst, abonnierst und dir die anderen Videos vielleicht anschaust. Bis bald! Gaming Review.